Servus und hallo, mal wieder ein Filmchen von mir. Nachdem ich letztes Jahr hier diese Krawalltüte getestet habe an der 125er, das ist ja ein MZ250 Auspuff eigentlich, Rennauspuff, Sportauspuff, habe ich mir jetzt kürzlich auch wieder von Jack Motors in Polen dieses nette Stück geholt. Das ist für 125 Kubik. Ich vermute für Simson, die mit Malossi Zylinder bestückt sind. Das Gewinde hier ist nämlich 42 oder sowas. Und jetzt ist die Aufgabe, da einen Adapter zu machen, damit ich an den Zylinder rankomme. Ja, das sieht ja im Prinzip, seht ihr das, so aus. Und das will ich einen Adapter machen, so ein Stück mit einem Gewinde dran, wo man den dann ranschrauben kann. Und wenn das nichts ist, dann habe ich hier noch einen Krümmer, den ich dann den Auspuff hier überflex und mir den Krümmer da ranschweiß. Ne? Das weiß ich aber mal nicht. Das Problem ist nämlich auch folgendes. Der hat hier nur 32 Einlass, der Krümmer. Und original haben wir halt 40 mm. Ne? Also wäre hier also eine Engstelle. Die muss ja nicht unbedingt sein. Aber wer weiß, vielleicht bringt es ja auch was. Keine Ahnung, das kann man alles nicht vorhersagen. Gut, dann legen wir mal los. Provisorisch mit Kabelbindern reingetüttelt. Ja. Kommt schon fit. Eng wird es allerdings. Ja, da ist keine Luft. So, ich habe mich jetzt spontan umentschieden. Ich werde jetzt doch den Krümmer hier nehmen, dann den Krümmer hier kappen, mit dem Auspuff weiter in die Richtung. Wenn es gut läuft, dass ich die Halterung hier nehmen kann, um da einzuschrauben. Umbiegen müsste es vielleicht gar nicht abtrennen. Das werde ich mal probieren. Dann kommt der Auspuff auch da weiter rein. Guckt nämlich übers Hinterrad raus, was mir jetzt persönlich besser gefällt. Also, dann werde ich das so machen. So, jetzt mache ich mal aus so einem Stück Eisenplatte so ein Flansch.
So sieht das Stück ja jetzt aus. Ich denke, hier mache ich mal den ersten Schnittpunkt. So, die Richtung. Ja, und dann geht nämlich der hintere Halter, den habe ich ein bisschen umgebogen und dann geht er nämlich auch passen. Das wäre nicht so schlecht. Jetzt muss man das halt richtig treffen im Winkel. So, dann schneiden wir den mal da ab. Ja, das ist echt gut. Die Schweißnähte sind nicht verputzt, aber jetzt habe ich das einmal so weit dran hier. Ja, hätte vielleicht ein bisschen höher kommen dürfen. Da habe ich leider das Loch nicht getroffen, da muss ich wohl eine Platte machen zum Verlängern. So, ich würde sagen, reicht für heute. Wie ich mit dem Halter weitermache, dem Verputzen des Auspuffes, vielleicht auch noch pulvern und vor allem dann Soundcheck und natürlich auch gucken, ob er ein bisschen was bringt. Mein Ziel war es ja, ein bisschen mehr Drehzahl ob er rauszukriegen. Sehen wir dann im nächsten Teil. Soll das Wetter dazu ein bisschen wärmer werden draußen wieder, dass man draußen wieder ein bisschen rumdüsen kann. Okay, also macht's gut, bis dahin. Ciao.